Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die mutmaßliche RAF-Terroristin Susanne Albrecht, eine der meistgesuchten Personen in der Bundesrepublik, ist in der DDR verhaftet worden. Seit 13 Jahren war nach ihr mit Steckbrief gefahndet worden. Gestern Nachmittag schließlich wurde sie in Ost-Berlin gefasst. Heute nun stellte sich heraus, dass sie seit 1980 unter falschem Namen in der DDR lebt. Sie ist verheiratet und hat ein Kind. Erst am vergangenen Sonntag war sie nach einem zweijährigen Aufenthalt in der Sowjetunion in die DDR zurückgekehrt. Die Bonner Behörden rechnen damit, dass sie in Kürze in die Bundesrepublik überstellt wird. Ihr wird unter anderem angelastet, 1977 an der Ermordung des Frankfurter Bankiers Ponto beteiligt gewesen zu sein. Zu der eilig einberufenen Pressekonferenz am späten Nachmittag in Ost-Berlin erschien außer Innenminister Distel auch Generalstaatsanwalt Josef und ein Vertreter des DDR-Kriminalamtes. Die drei Herren hatten Erstaunliches zu berichten. Demnach lebt Susanne Albrecht bereits seit 10 Jahren in der DDR und das offenbar mit Wissen des früheren Amtes für Staatssicherheit. Aber erst gestern waren sich die Behörden sicher, dass sie es auch wirklich ist. Susanne Albrecht ist mit einer verkehrten Identität, also mit einem anderen Namen, mit dem Namen Ingrid Jäger, 1980 in die DDR eingereist und wohnt seit dieser Zeit in der DDR. Und nicht nur das. Sie heiratete, hat ein Kind, arbeitete als Chemielaborantin und hielt sich sogar 2 Jahre im Ausland auf. Erst am Sonntag kehrte sie zurück. Seitdem wurde sie observiert und gestern verhaftet. Dass der frühere Stasi bei der Aufnahme von Terroristen in der DDR eine Rolle gespielt haben könnte, bestätigte Innenminister Distel zumindest indirekt. Die Deutschlandfrage beherrscht derzeit Konferenzen der NATO und des Warschauer Paktes. In Moskau sind die Staats- und Regierungschefs des Ostblocks zu versammelt. Im schottischen Turnberry tagen die westlichen Außenminister. Sie sind sich einig, dass ein vereintes Deutschland als Vollmitglied in die NATO gehört. Vor allem die Sowjetunion ist weiter strikt dagegen. Eine einheitliche Linie gab es im Warschauer Pakt in dieser Frage aber nicht. Überraschend schnell verständigte man sich in Moskau heute über eine grundlegende Reform des östlichen Bündnisses. Rein formal ist es eine turnusmäßige Tagung und nichts Besonderes. Aber ganz stimmt das nicht, denn im Grunde ist nicht so, wie es mal war. Während früher in erster Linie Militärs und die Chefs der einzelnen kommunistischen Parteien Einmütigkeit verbreiteten, so treffen sich heute Minister, Staats- und Regierungschefs von Ländern, die unterschiedlich stark darüber nachdenken, ob sie den Warschauer Pakt verlassen sollen oder nicht. In der Pravda hieß es denn auch, die Zeit des Diktats sei vorbei. Hier treffen sich Gleichberechtigte. Thema der Eröffnungsrede des sowjetischen Präsidenten war unter anderem das geeinte Deutschland. Beide Teile Deutschlands hätten mittlerweile bewiesen, dass sie Verantwortung tragen könnten, meinte Gorbatschow. Und er schlug erneut vor, dass das künftige Deutschland Mitglied in der NATO und im Warschauer Pakt sein sollte. Auch der amerikanische Präsident gehe davon aus, dass der Warschauer Pakt weiter bestehe. Allerdings, so Gorbatschow, müsse sich das Verteidigungsbündnis grundlegend wandeln und den neuen politischen Gegebenheiten Rechnung tragen. Um das zu erreichen, gründete man heute eine Kommission, die diese Veränderungen bis Ende November erarbeiten soll. Dann soll es auch verschiedene Formen der Mitgliedschaft geben, um den unterschiedlichen Bedürfnissen einzelner Länder entgegenzukommen. Von Austritt hat hier heute niemand geredet, im Gegenteil. Die 7 Staaten wollen den Warschauer Pakt zu einem Instrument machen, das zusammen mit der NATO in der Lage ist, gemeinsame europäische Sicherheitsstrukturen zu schaffen. Mit der Währungsunion am 1. Juli werden DDR-Betriebe auch freien Zugang zur Hochtechnologie des Westens bekommen. Die westlichen Industriestaaten haben in Paris beschlossen, Exportbeschränkungen für Hightech-Produkte weitgehend aufzuheben. Von der Freigabe werden auch die anderen Ostblockstaaten profitieren. Für sie wurde die sogenannte KUKOM-Liste zunächst um 1/3 gekürzt. Ende des Jahres soll es dann im Osthandel nur noch Exportverbote für, wie es hieß, wirklich strategisch wichtige Güter geben. Der Staatsvertrag mit der DDR ist zwischen der Bundesregierung und den SPD-regierten Bundesländern noch umstritten. Nach einem Gespräch mit den Chefs der Staatskanzleien sagte Kanzleramtsminister Seiters, die von den Sozialdemokraten gestellten Forderungen seien im Vertragswerk bereits berücksichtigt. Für Nachbesserungen gebe es keinen großen Spielraum. Dagegen halten die SPD-Länder den Staatsvertrag für noch nicht zustimmungsfähig.
Der Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei, Clement, vermisste vor allem eine Nachverhandlungsklausel. Sie soll der Bundesrepublik die Möglichkeit zu schnellen finanziellen Konsequenzen geben, wenn die Entwicklung in der DDR schlechter läuft als erwartet. Vor der Volkskammer in Ost-Berlin demonstrierten heute 20.000 Studenten der DDR für höhere Stipendien. Einigen gelang es, auf der Zuschauertribüne des Parlaments Transparente zu entfalten und Flugblätter in den Saal zu werfen. Dann wurden sie von Ordnern abgeführt. Später kündigte DDR-Finanzminister Romberg an, dass die Stipendien für alle Studierenden vom 1. Juli an um 80 Mark auf 280 Mark erhöht werden. Angesichts der schlechten Versorgungslage in der DDR hat die Volkskammer heute beschlossen, dass die Betriebe künftig ihre Waren unter Umgehung des Zwischenhandels direkt an die Endverbraucher verkaufen dürfen. Damit wurde die Konsequenz aus der zurzeit weit verbreiteten Weigerung des Handels gezogen, DDR-Produkte abzunehmen. Zum einen wollen die Händler in ihren Lagern Platz für Westware schaffen. Zum anderen herrscht Unsicherheit darüber, wie alte Vorräte nach der Währungsumstellung am 1. Juli in D-Mark bewertet werden. Ausdrückliches Bedauern äußerte die Volkskammer über eine Stellungnahme des früheren DDR-Parlaments, in der die blutige Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung vor einem Jahr gerechtfertigt worden war. In einer Erklärung brachten die Abgeordneten ihre Trauer über die Opfer des Massakers zum Ausdruck und betonten, dass die Pekinger Demonstranten auch der jungen Demokratiebewegung in der DDR Auftrieb gegeben hätten. Das seit 4 Jahren in Südafrika herrschende Ausnahmerecht wird in 3 der 4 Provinzen nicht verlängert. Präsident de Klerk kündigte heute in Kapstadt an, dass es von morgen um Mitternacht enden wird. In Natal bleibe der Ausnahmezustand jedoch bestehen, weil es dort unter den Schwarzen immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen komme. Das südafrikanische Parlament heute Nachmittag, ein politisch entscheidender Augenblick. Staatspräsident de Klerk verkündet die Aufhebung des Ausnahmezustands in fast ganz Südafrika. Ohne Frage ein weiterer Schritt in Richtung Entspannung. But that henceforth it will exist in Natal only. 4 Jahre dauerte der Ausnahmezustand, in dem die Polizei praktisch uneingeschränkte Vollmachten hatte. Sie konnte jeden verhaften und im Gefängnis halten, ohne dass er je einem Richter vorgeführt werden musste. Die Opposition, vor allem die Befreiungsbewegung African National Congress, wurde mit allen Mitteln unterdrückt. Doch es sollte nicht helfen, im Gegenteil. Oft führte gerade das brutale Eingreifen von Polizei und Armee zu weiteren, noch schwereren Unruhen. Die Presse war geknebelt und konnte von dem, was im Land tatsächlich vor sich ging, gar nicht oder nur höchst lückenhaft berichten. Auch das ist jetzt anders. Die Regierung hat begriffen, dass bloße Unterdrückung Südafrikas Probleme nicht lösen kann. Die Aufhebung des Ausnahmezustands macht die Reformpolitik der südafrikanischen Regierung glaubwürdiger und sie erfüllt eine weitere Vorbedingung des African National Congress für echte Verhandlungen um die Macht. Zugleich aber zeigt sich, dass ein immer größerer Teil der weißen Bevölkerung Südafrikas Angst vor genau diesen Reformen bekommt. Ein Unsicherheitsfaktor, der Staatspräsident de Klerk noch viele Probleme bereiten wird.